In dieser Welt gibt es verschiedene Kulturen, die komplett gegensätzlich sind. So wie die Menschen, die im Regenwald leben oder wir in Deutschland. Die Aisha, sie ist eine Einwohnerin, die im Regenwald lebt. Ihr Stamm wird als das glücklichste Volk bezeichnet, weil sie sich keine Sorgen für heute oder morgen machen. In dem Stamm, in dem sie lebt, wohnen nur 100 Personen. In ihrem Leben gibt es keine Technik oder Strom. Aishas Haus besteht aus Holz und Palmblättern. Ihre Familie muss selbst jagen, um zu überleben. Sie kennt keine richtige Schule oder Bildung. Zu Hause bei ihr muss sie die meiste Zeit im Haushalt helfen. Dit ist Willy, er lebt in der modernen Stadt Berlin. Anders als bei Aisha gibt es bei ihm Strom und viel Technik. Willy muss hier in die Schule gehen und hat somit eine Chance auf Bildung. Seine Familie muss nicht jagen, um zu überleben, sondern sie können einfach einkaufen. Er besitzt mehr Sprachkenntnisse als Aisha, die nicht mal beschreiben kann, was gestern passiert ist. Willy lebt in einem bequemen Haus im Zentrum von Berlin.